Sonst haben wir von denen jetzt so viel verloren, eigentlich gar nichts. Gravitationsfeldgenerator fertiggestellt. Gravitationsfeldgenerator baue ich hier mal weiter beim Mutterschiff. Das kann man immer bestimmt noch gebrauchen. Ionengeschützfregatte fertiggestellt. Dann baue ich noch eine. Ich meine, wir haben jetzt erstmal eine Menge Geld, das soll erstmal ausgegeben werden. Baue jeder mal eins nochmal. Bau erfolgt auf Trägerschiff. Das sind 1200. Jetzt muss ich aber aufpassen, wie viel ich ausgebe. Weil so viel Geld bekomme ich ja auch und wieder nicht, dass wir eine Megaflotte aufbauen können. Aber unsere Flotte hat ja schon ziemlich beachtliche Größe. Trägerschiff hat halt einige Vorteile. Vor allem, was die Produktion angeht. Man kann halt innerhalb viel kürzerer Zeit mehr produzieren. Wenn wir jetzt eine Karte hätten oder wie das jetzt, wo hier so zwei schöne Asteroidenfelder waren. So. Vor allem warten muss ich erstmal, bis sie alles abgebaut haben und bis die Lenkraketen fertig sind. Weil so ein, zwei Raketenzerstörer, vielleicht sogar noch einen richtigen Zerstörer, könnte uns ziemlich viel bringen. Wie gesagt, Raketenzerstörer sind halt stark gegen Jäger, Korvetten und den ganzen kleinen Gedöns. Während halt wir dann mit Ionengeschützfregatten gegen große Sachen sehr stark sind. Und wenn wir dann noch die Gravitationsfeldgeneratoren verwenden, können wir mit den Ionengeschützfregatten auch Jäger zerstören. Obwohl ich sagen würde, Lenkrad, wenn wir genug Raketenzerstörer und vielleicht noch so ein paar Zerstörer haben, so als Support, sollten wir auch so eine gute Allround-Armee haben, mit der wir viel hinbekommen. Schöne ist halt bei, wenn wir dann noch ein paar Gleitfregatten dazu bauen, dass wir nochmal unsere ganzen Einheiten, unsere Fregatten gut heilen können. Und damit verlieren wir halt wenig Geld. So gesehen. Und es ist schon. Diese Formationen sehen ein bisschen lustig aus. Das ist gerade leer. Forschung. Ah, Lenkraketen sind gleich fertig. Einen will ich mindestens noch bauen. Einen Raketenzerstörer. Zwei wären natürlich das Beste. Wie schnell werden die das? Wie schnell ist das mein Zerstörer? Gut, Zerstörer ist sogar schneller als eine Jungschützegatte. Das ist ein bisschen seltsam. Forschung im Bereich Lenkraketen ist abgeschlossen. Oh, der Raketenzerstörer ist langsam. Raketenzerstörer kann jetzt gebaut werden. Der ist schweineteuer, aber Raketenzerstörer bringen uns halt ziemlich viel. Gegen alles kleinste Kramsgedöns, was so hier überall kreucht und fleucht. Was man machen kann, ist. Falsche Fregatte. Brauchen wir im Moment nicht. Eigentlich frage ich mich jetzt sogar, für was wir einen Drohnenfregatten brauchen. Im Grunde habe ich jetzt für die Kampagne gelernt, dass man am Anfang mit ein paar Korvetten und alles so weiterkommt. Mutterschiff. Wo man aber in der einen Mission Vario-Kanonen-Korvetten braucht, weil man noch keine Alternativen hat. Und zwar in der Dings-Mission, in der im Nebel, kann man in diesen Missionen sagen, kleine Schiffe braucht man nicht mehr. Große Schiffe sind da schon bei Weitem besser. Wir haben jetzt sogar noch wieder mehr Geld. Bau erfolgt auf Trägerschiff. Dann baue ich noch eine Ionengeschützfregatte. Wir haben jetzt wieder einen Gravitationsfeldgenerator, den wir in den ganzen nächsten folgenden Missionen benutzen können. Ja, so zusammengerechnet noch eine Ladung bekommen wir beide zusammen hin. Das ist vielleicht noch ungefähr eine Jungschützregatte. Dann war es das aber auch soweit. Bau erfolgt auf Mutterschiff. Und wo man sagen kann, Bau erfolgt auf Trägerschiff. Der einzige Vorteil, den wir mit dem Trägerschiff jetzt haben, ist halt mit den Jägern. Und wir können zwei Jungschützregatten zum Beispiel gleichzeitig bauen. Aber wenn ich jetzt ein Mutterschiff eine Jungschützregatte baue und dann noch einen Zerstörer, das geht ja. Es ist ja nicht so, dass dann das Mutterschiff nur den Raketenzerstörer baut. Also. Bau erfolgt auf Trägerschiff. Ja. Da sieht man noch, wir haben 300 Unterschied. Das heißt,
wenn die beiden Rohstoffhandelsschiffe ihre Ladung abgeben, Jungschützfregatten, die Rohstoffhandelsschiffe, dann sollten wir nochmal das Geld für eine Jungschützfregatte haben und haben damit eigentlich eine ziemlich starke Armee. Wir haben Raketenzerstörer gegen alles Kleinstgedöns, die Jungschützfregatten und Gravitationsfeldgeneratoren, damit die Ionengeschützfregatten auch noch gegen die Kleingedöns was tun können. Mit dem Trägerschiff haben wir dann auch die Möglichkeit, unser Kleinstgedöns zu verwenden. Alle verfügbaren Rohstoffe aufgebraucht. Das hört man natürlich gerne. Ich frage mich eigentlich, in der Supernova-Mission sollten wir dieses Trägerschiff zerstören, bevor es angeblich die Flotte warnen kann. Was wäre, wenn wir es davon gelassen hätten, ob dann jetzt in den davor folgenden Missionen das Spiel schwerer wird oder so? Das hätte mich mal interessiert. Obwohl ich es nicht schwerer unbedingt haben will. Es ist schon schwer genug teilweise. So, wir haben nun unseren ersten Raketenzerstörer. Was uns sofort auffällt, ist diese Zahl. Raketenzerstörer hat nicht unendlich Muni. Er baut ein bisschen Munition über die Zeit auf. Es ist nicht so viel. Am Anfang hat er 32 Schuss. Dann fängt er an zu schießen. Und zwar immer 4 Raketen gleichzeitig. Er baut, glaube ich, aber nur 2 Raketen in der Zeit auf. Das heißt, er wird immer weniger Raketen haben. Irgendwann ist er halt bei 0 angelangt und dann schießt er viel langsamer und schwächer. Das heißt, um kurz Schaden zu machen, ist er gut. Und vor allem gegen Jäger und Korvetten. Aber gegen... um jetzt längere Zeit ein bisschen was zu machen. Ist ein bisschen blöd, weil er nur kurz eine Salve abgeben kann und das war's. Also nur für kurze Zeit so viel Munition hat. Forschungsmäßig sind wir auch so weit. Das Einzige, was es halt noch gibt, sind die schweren Geschütze. Noch so ein paar kleine Kniffe, die wir uns holen können. So ein paar... ja, technische Kniffe, die man jetzt hier im Spiel noch haben kann. Für Kassel eigentlich ein Annäherungssensor. 50. Bau erfolgt auf Mutterschiff. Ich glaube, ich baue mal kurz ein. Bau beginnt. Einfach nur, um das euch noch kurz zu zeigen, während hier da alles langweilig aufgebaut wird. Annäherungssensor fertiggestellt. Und das ist der Annäherungssensorkreis. Im Grunde ist der Annäherungssensor nur das dritte Auge für einen. Man kann es immer wieder bewegen. Nicht so wie die Sonde, die kann man nur einmal bewegen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, beweg dich dahin. Und man sieht, das hat so einen Kreis. Und dieser Kreis sagt eigentlich, kann ich es auf der taktischen Karte sehen, dann kann ich nicht. Das kann ich nur in dem dem Addon. Man sieht jetzt hier genau, wenn ein Schiff in diese Kugel reinkommt, dann wird es rot blinken und dann sagt uns die schöne Computerstimme Annäherungswarnung. Wenn man nicht die Zeit hat oder die Multitasking-Fähigkeit, alles perfekt zu überwachen, dann sind diese Annäherungssensoren doch ziemlich hilfreich für den Spieler. Bau erfolgt auf Mutterschiff. So, der zweite Raketenzerstörer Bau ist gleich fertig. Warten wir noch, bis der komplett fertig ist und dann können wir die Mission beenden. Mal gucken, was es wieder im Outro zu sehen gibt. So, ist alles fertig, alles okay, ja. Dann sagen wir mal Hypersprung, schnelles Andocken. Oh, unsere Armee wird hier immer größer, also man kann die Rest vielleicht schon gar nicht, bald schon gar nicht mehr sehen, so rum. Roter Alarm. Fehlfunktion des Hypersprungaggregats. Der Quantenwelleneffekt bricht zusammen. Notfallmaßnahmen eingeleitet. Auf sofortige Rückkehr in den Normalraum vorbereiten. Es war eine kurze Sequenz.
Gut. Automatischer Start aller Schiffe. So, wir speichern. Und was diese Schiffe nun mit uns zu tun haben oder was diese Schiffe uns anrichten werden, das alles erfahren wir dann in der nächsten Aufnahme, also in der nächsten Mission von Homeworld, Lifemaker over and out.